1, 2, Test, 1, 2, hallo. Oha. Hallo, 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 Test, 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 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Okay, das hätten wir. Direkt ohne zu flachsen rein in die Partie, würde ich sagen. This is very good, diese. Wetter ist heiter und reiner. Cheat, fuck. Ich hab mein Trinken vergessen. Meine Damen, das wird dieses Spiel nicht entgehen lassen. Hier sind die heutigen Mannschaften. So spielt Schalke 04 heute. Die Nummer 5. Matthias Nastasic. Die Nummer 13. Und schauen wir mal, was wir machen. Naja, I need the ball. Ist das kein Abseits? Anscheinend nicht. Das war's komplett. Fehlpass. Oh oh. Stark dran. Nice. Nice, da ist er. Jawohl. Unser Ball. Und go. Sehr stark, Flo. Sehr, sehr stark. Jetzt aber komm. Bam, 1-0. Jawohl, ja. Genau so, nicht anders. Währenddessen kann ich mal was testen. Bam. Oder auch nicht, was ist das? Das ist cringe. Warum hat das nicht funktioniert? Oder hat es doch funktioniert? Anscheinend hat es doch funktioniert. Chat hat sich nur aufgehört. So. Konzentration, die fehlt ein bisschen, aber egal. Das haben wir uns jetzt selber ausgesucht. Und lauf, Flori, lauf. Ah, schade. Ich
Ich weiß ja nicht, was es dabei auf Arena auf Schalke zu feiern gibt mit den ganzen Konfetti, Monfetti. Was ist das? Gab es irgendwas Besonderes? Keine Ahnung. Bam. System ausgedribbelt. Bisschen tricksen, nur wie nichts im Belang. Und 2-0, die halbe Miete. Theoretisch müssten uns die 3 Punkte jetzt sicher sein. Abwarten. Stark so, ne? Und go. Sehr stark. Schaffen wir das? Punkt, Flanke irgendwie. Und? Uff. Das war wohl nix. Stark gelockt. Sonnenangebot, Saisonstart. Was war's komplett? Ich habe alles gesehen. Abseits. Oder auch nicht. Sehr stark Parade wieder. Fuck. This is not good. FCK. Stark Ruben. Sehr schön. 3-0. Und wir machen das richtig spartanisch. Bei 3-0 ab zu Simulation mäßig. Beziehungsweise bei 3 Punkten Vorsprung. Hey, 3-1, nice. Wird das eventuell doch noch spannend? Ich frage für einen Freund. Halbzeit. Mm-hmm.
Stark, Flo. 4-1. This is very, very good, diese. Derweil kann ich noch vor allem die Kleinigkeiten testen gleich. Nice. 5-1. Sehr, sehr starke Partie mit 5-1 auswärts. Perfekt. Jetzt zeigen wir die Werte eben, wenn schnell mal drüber gucken. Bam, 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 bam. Flo mit einer 5er Wertung, 10er Wertung. Richtig stark. Nice. Die ersten 3 Punkte haben wir uns somit ergattert. Das ist very, very good. I like this. Und so weiter und so fort. So, was haben wir denn noch? Training simulieren wir, wie immer. Nochmal simulieren. Dortmund ist unser nächster Gegner. Schauen wir mal, was passiert. Mäßig. Diese Berichte wurden aktualisiert. Albert Frost. Weitermachen. Albornoz, der Kolumbianer. Weitermachen. Demir. Weitermachen. Isaac Ali, weitermachen. Was ist das? Calvo, Santiago, weitermachen. Nice. Unser Torwart ist unser eigener Nationalspieler, immer noch. Es ist immer noch so. Aber egal. Bam, 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 bitte boom, boom, boom. Ups, was ist das? Miguel Aziz. Aziz hat das gewisse Etwas mit 20 schon. Warum ist er auf der Liste mit 20? Das check ich nicht. Unsere Regler sind ja gestellt auf Maximum 18. Kann doch nicht sein, dass er 2 Jahre schon auf der Liste ist. Hä? Das check ich jetzt nicht. 18, 18, 18, 18, 18. Und wo kam der jetzt her? War der die ganze Zeit schon drauf? Vielleicht war er gar nicht weg. Komisch. Oder ich brauche einen Kaffee. Das kann es natürlich auch sein. Ah, ja, ich lasse euch mal kurz mit der Simulation alleine. Ich mache mir eben schnell einen Kaffee. Der Kaffee, der muss gemacht werden.
Auswechslung bei Borussia Dortmund. Nicht mehr im Spiel. Die Nummer 7, Jadon Sancho. Neu dabei, die Nummer 17, Marius Wolf. So. Hallo, 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 1, 2, 1, 2, 2. Da sind wir wieder. Das war's komplett. Was ist das? Ekligen Bots haben wir, die sind wir ja immer noch unterwegs. Die gehen mir leicht auf den Sack. Aber nur ganz leicht. Was hat man davon? Check ich nicht. Ohne Witz. Haben wir gut gegengehalten, ne? Gegen Dortmund. Nice. Natürlich kassieren wir jetzt, weil ich das so gesagt habe. Oder auch nicht. Was passen. Nice. So ist gut. Viel zu früh? Na, niemals, Jerome. Guten Morgen. Bruder, ich habe voll ekligen Schlafrhythmus wieder. Ich konnte wieder kein Auge zudrücken. Bevor ich irgendeinen Scheiß mache, schmeiße ich den Stream an und versuche, den Projekt hier weiterzumachen, was wir haben. Weißt du, wie ich meine? Viel zu früh auf der Reihe, Junge. Bruder, der frühe Vogel fängt den Wurm. Kennst du doch. Diese Zeiten zu wild. Bruder. Guck mal, da bringst du mich auf was, Jerome, Bruder. Wenn du die Streams unbedingt verfolgen möchtest, guck mal, da gibt's die. Ich lade die da immer hoch.
Na, das wird sich aber bald ändern wieder, ja. Wenn ich wieder so einen Schlafrhythmus habe, den vernünftigen. Ich habe schon was in Planung. Die Herausforderung wurde ja abgeschlossen, Bruder, mit den 12-Stunden-Stream. Ich werde das wahrscheinlich mitten in der Woche irgendwann machen, so. Früh anfangen. Dann 12 Stunden durchziehen, weißt du, wie ich meine? Kannst du gerne machen. Ich bin am Überlegen, was ich machen soll. Soll ich 12 Stunden lang FIFA streamen oder soll ich 12 Stunden lang Monster Hunter spielen? So, Ali, wie war's? Bruder, heute ist Freitag. Mach nicht zu viel. Mach ein bisschen Solitär, ein bisschen Minesweeper und dann, keine Ahnung. Guck Horoskop, Horoskop, Nachrichten lesen. Also, du weißt, wie das läuft, brauche ich dir nicht erklären. 5 gegen Willi, so. Das wäre zu krass, Bruder. 5 gegen Willi wäre zu krass. Du bist ja unser nächster Gegner. Wolfsburg aus jetzt. Formation, Bombe, alle fit und rein da. Ach ja. Was ist denn das hier? Ah, guck mal, das ist nice. Was ist das? Das ist zwar nice, aber was steht da? Ich kann das nicht lesen. Ein besonderer Okay. Gruß geht heute an Daniel und Franzi. Ein besonderer Gruß geht heute an Daniel, hast du gehört? Vielen Dank, dass Sie sich dieses Spiel nicht entgehen lassen. Der Daniel Willkommen mit unserer heutigen Mannschaft. wird besonders gegrüßt. Guten Morgen, Blecki, was geht, Bruder? Ich sehe schon einfach abgehebt werden. Ja, stimmt nicht. Danke und viel Spaß bei dieser heutigen Der Abgehebtheit nimmt eine andere Dimension an. Ich muss langsam professioneller werden, Steffi. Blackie Bruder, zum Wohl. Aha, was ist passiert? Meine Konzentration ist zu 50% bei dir, Steffi, ich erzähl. Was ist so früh am Morgen passiert? Bist du im Schrank eingeschlafen gestern? Soll ich in Discord reingehen? Möchtest du mir das so erzählen im Discord? So unter 4 Augen. Ich muss den Spannungsbogen aufrechterhalten. Du stinkst doch. Du musst den Spannungsbogen aufrechterhalten. Dann kommt die später, die kommt dann später, wenn ich heute Abend wieder wach bin. Aha, wir haben kassiert. Die kommt mit einem Spannungsmessgerät. Ist gerade erst aufgestanden, Blecki Bruder. Nice. Und guten Morgen dann. Lebt nicht, gibt nicht. Das ist Geheimnis. Oha, Steffi hat schon Geheimnisse von mir, okay. Merke ich mir. Merke mir. Ich glaube, ihr rockt gleich aus. Shitfuck. Ein geheimes Geheimnis. Es ist einfach nicht einfach.
Nicht wieder kassieren, ja. Aha, das war's komplett. Wir kriegen den Ball nicht weg. Torwart. Und wann hast du vor mir es zu erzählen, Steffi? So das Geheimnis, das geheime Geheimnis, so aller Top Secret, wie like. Du weißt, ne, wir sind CIO-Members. Vollblut-Member, 1%. Du hast Angst vorm Chef, deswegen sitzt du im Lager. Das war's komplett, Steffi. Das war's komplett. Wenn du schon im Lager bist, könntest du normalerweise die ganzen Materialien sortieren, ordnen. Aha, Jerome ist durch. Jerome ist durch. Was macht Jerome? Ladies and Gentlemen, this is Jerome I. Jerome Jeromsen. AKA Triple J with the Freeze von Justin Bieber. Was denn? Oha, Steffi, warte, 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 stopp. Wait a minute. Ich rieche da einen Skandal. Ich rieche da einen Skandal. Was hast du kaputt geschossen? Welche Sicherung ist kaputt gegangen? Also für den FI würden die zwei Mitarbeiter nicht sagen, warte lieber im Lager. Oh mein Gott, ich stelle mich da irgendwas Fettes da, keine Ahnung, ey. Allein der Gedanke schon, stell mich, was hast du gemacht? Gib mir einen Hinweis. Machen wir Detektiv Kodenbeleg, gib mir einen Hinweis. Uff, nein, nein, warum greifst du nicht an, Blecki? Warum ist er da weggegangen? Voice Cracks, man kennt's. Hat was mit Hitze zu tun, okay. Ich nehme mal an. Moment, wait a minute. Entweder hat das was mit Löten zu tun. Oder du solltest was löten und hast den Lötkolben eingeschalten und hast das dann irgendwie voll lost zur Seite gelegt und hast irgendwas kaputt geschmolzen. Abseits, scheiße. Paranoia, ich habe Angst, dass wer herkommt. Der Chef wird dich jagen. Der Chef wird dich jagen. Oder mit Hitze, warte, was kann noch alles mit Hitze zu tun haben? Chat, hilf mir mal. Was kann in einem Elektrobetrieb alles, was mit Hitze zu tun haben? Löten? Dann irgendwie Muffen anbringen mit diesen überdimensionalen Föhn? Heißluftgerät? Steffi, du hast safe irgendwas gemacht. Steffi, ich kenne dich. Ich kenne dich, Steffi. Ein geheimes Geheimnis. Kennst du nicht diese Heißlüfter? Da kann man so Muffen, so flickenmäßig, so Kabel flicken, Kabelstücke. Dann Muffe drüber und die Muffe kann man dann mit dem Heißluftgerät zusammenschmelzen, also so dass das halt so aussieht wie neu, quasi mehr oder weniger. Aha, aha, der Marco macht einen Trick nach dem anderen. Jetzt holt er sich selbst aus. Das war's komplett. Das war's komplett, Chat. Und schon wieder abseits. Heißluftgerät, heißt du? Das ist jetzt so einfach. Okay, hast du auch wieder recht. Das wäre wirklich so einfach, ja. Boah, ich bin voll neugierig, ne, Steffi? Jetzt hast du mich. Warte mal.
Aber mit dem Lötkolben hast du keine Aussage getätigt. Ich hatte das was mit Löten zu tun. Mit Lötkolben. Mit Lötzinn. Blödsinn. Was kann es gewesen sein? Hoboy? Hoboy, was ist denn Hoboy? Muss ich mal gleich googeln. Aha, Jerome hat wieder den Ball, steckt durch. Nicole und... Scheiße. Nicht gut. Ah, Schiri, Freistoß. Was soll das? Die versteckt sich ja wirklich. Ja, da kam gerade ein Typ rein, hat dich nicht gesehen. Das war komplett schnippig. Und wie lange hast du vor, dich da zu verstecken? Schon wieder abseits. Hey, ich muss weg. Aber wirst du mir das denn später erzählen? Shit, fuck. Halbzeit. Bam, 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 bam. Was machen Sachen? What's that? Und gehen wir mal rein in die zweite Halbzeit und versuchen mal Tore zu machen, yo. Spielen wir mal ein bisschen offensiver. Ey, das war's komplett. Paulo Ottavi. Bester Trick ever. Sehr stark, Ruben. Und Abfahrt. Passé, passé. Adieu, adieu. Oha, was war das denn für eine Grätsche? Okay, okay. Schön ruhig für einen mehrere. Aha, das war's komplett. Wir haben den Ball irgendwie nicht bekommen. Ran, Flori, ran. Okay, okay. Ganz leicht überzahlmäßig. Der Torwart. Schiedfuck. Hey. Ich bin nicht drin im Spiel, ja? Kommt mit dem Fuß noch dran, das war's komplett. Okay, 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 okay. Konzentrau. Ihr habt nichts gemacht, ey, Schiri. Sauber direkt. Das war's komplett. Wir schießen unseren eigenen Gegenspieler an, aus Versehen. Ich habe alles gesehen. Ich hab nichts gemacht, Schiri. Uff. Ich komme nicht an den Ball. Das war's komplett. Stark oben. Und go, go, go. Jetzt muss schneller gehen. Kommt, Jungs, kommt. War das wieder abseits?
Ich denke nicht. Das war's wieder komplett. Warum sind die Spieler so gut von Wolfsburg? Seit wann haben die so gute Spieler? Andere Frage, wenn die so gut sind, warum war, wie viel da wurden die Tabelle, Mabelle? Ich hab keinen Plan. Jetzt aber. Und lauf, Mika, komm. Nice. Da haben wir den Ausgleich. Stark. This was very, very important. And now we will strike Wolfsburg with a goal. My English is not the yellow from the egg, but I think we can win the game. Tell me, what can we do sometimes? And go from the left side, the etc. with the cross, and oh no, next little verpasst den Ball. Was machen wir nun? Okay, ich denke, wir müssen pressen, ein bisschen pressen und ein bisschen tricksen, so wie Nixon. Dribbeln, dribbeln, so wie Kylian Mbappé. Allelelele. Stark, Torwart. Offside. The referee is offside given. Kein Abseits. Okay, jetzt müssen wir den reinmachen. Alles andere ist inakzeptabel. Das war's komplett. Oha. Schiri, der hat uns verletzt, ja. Wir können auch aggressiv in die Zweikämpfe gehen. Ne? So ist es nicht. Ne? Wir vermeiden das nur. Normalerweise, weil das unsportlich ist. Aber wenn die Gegenspieler das so machen und wenn der Schiedsrichter das durchgehen lässt, dann bin ich der Meinung, dürfen meine Jungs das auch machen. Was denn? Hey! Was war das? Komm, wir machen mal eine Auswechslung. Wir tun mal einen echten Stürmer da rein. Das war's wieder komplett. Und Flo, this is Striker. Universal Soldier. Gleich. Very good. I like this. Und dann. Bam, 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 bam. Blecki, Bruder, wenn du mich hörst, du kannst jetzt machen, Ausrufezeichen, krass. Machen wir Beton anrühren, Zement anrühren mäßig. Torwart! Ruhig, wir haben Zeit. Nice. Stark zurückgekommen, haben das Spiel doch noch gedreht. Ich bin stolz auf meine Jungs.
keep it real. Positionswechsel bei wem? Bei Celik? Was wollten denn uns die machen? Stürmer? Ja. So, immer ein Trikot von Paris Saint-Germain. Bam, bam, bam. Newton, Vertrag verlängern. Safe. Einstellen, klar. Whittaker, Owen. Da kommt auch eine Verlängerung. Quadoba. Nice. Bam, 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 bam. Bruder, was ist das? Augsburg ist der nächste, genau. Überragende Leistung von Jerome. Nice. Was bringt die Zukunft für Maja? Schauen wir mal, ob wir neue Talente haben, mäßig. Leider noch unter unseren Wünschen, mäßig. Also unsere Ziele sind radikal hart. Ja, das reicht dann nicht. Das Gesamtpaket, es muss passen. Wenn es nicht passt, tut mir leid, kann ich euch nicht verpflichten. Ist so, was denn? Zabzara. Kapi, Jota. Oder, oder. Auch zu schwach, ja. Jonathan Seidel. Zu schwach. Da hat noch was gefehlt. Für meinen Geschmack. So, nächste Gegner: Augsburg und Reinder. Keep it real. Und rein. Rein, 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 rein. Scheiße, jetzt haben wir die Trikots nicht verglichen, ne? Hoffentlich passt das, ja. Okay. Ein bisschen Cringe-Übung, aber egal. Kann ich mir einfach aussuchen, welchen Ball, oder? Das war's komplett. Das, ach, scheiß drauf, Digga. Ja, scheiß drauf, Digga. Unnötige Zeitverlust. Dass auch die anderen Fans in ihrem Block das Spiel störungsfrei verfolgen können. Vielen Dank. Vielen Dank. Und Trikots, nice. Die haben die Grünen an. Bam, 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 boom, bam, bam, bada, boom, boom, boom. Was ist das? Das war's wieder komplett. Kleines bisschen tricksen, so wie nixen. Ich habe versucht, den Elfmeter rauszuholen, hat aber nicht geklappt. Ey! Bam, 1-0. Stark, Zino. Keine Ahnung, was du da vorne machst, aber sehr stark.
Werde, werde gut diese. Mach mal bam, bam, bam. 1, 2, 3. Simulation. Beste Taktik ever. Unser. Aber wir werden das ganz schnell hinbekommen, glaube ich, ja? 1, 2, 3. Und dann Schnellsimulation von mir aus. Oh, das ist unser 100. Spiel. Nice. Ne, in 100 Spielen haben wir von der dritten Liga es in die Bundesliga geschafft. Nice. Very, very nice. Forward. Der kleine Peter kann abgeholt werden. Das war's komplett. Jetzt kennen wir auch den kleinen Peter. Der ist von Geburt an Roter Teufel-Fan. Das war mit voller Absicht. Ah, wie kann der den Ball da kriegen, ja? Also manche Aktionen verstehe ich immer noch nicht, ja. Die werde ich auch nicht verstehen, wenn ich noch 20 Jahre weiter das Spiel spiele. Weitere 20 Jahre, wollte ich damit sagen. Cringe eigentlich, ne? Wenn man bedenkt, dass ich mit vor 2000 den FIFA-Teilen angefangen habe. Wir haben 2021. Über 20 Jahre Zeit investiert in FIFA. Oh mein Gott. Ich habe gerade die Erkenntnis. Hashtag Erkenntnis. Das war's komplett. Das war's komplett. Einwurf. Hat nicht gereicht für den Eckball. Nein. Gikiewicz. Gikiewicz hat gesagt, so gar keinen Bock auf ein Gegentor. Ein weiteren. Aber das, ich habe irgendwie das Gefühl, das wird sich rächen, Chat. Wir haben Chancen, Chancen, Chancen. Wir haben nur ein Tor. Augsburg ist kein einziges Mal vernünftig gefährlich nach vorne gekommen. Und da sind die und bam. Ich muss doch meine Fresse aufmachen. Das war's komplett. Hätte ich nichts gesagt, wäre gar nichts passiert. Oh mein Gott, ja. Am Anfang hat noch keiner Ball geglaubt, er so mal auf den und auf einmal gab's Applaus. Mit dem Haus. Diese an euch alle schöne Grüße. Aha, und? Stark. Jerome hat zugestochen. So wie Dingens hier, sag schnell. Stink alike, B. Fliegen wie so ein Schmetterling und zustechen wie so eine Biene. Jerome ist unser Schmetterling der Mannschaft. Da.
Stark, nehmen wir den Marco mit. Und Jerome und bam. Sehr stark. Ein Tor noch und wir simulieren das radikal weg. Unser Ball. Zur Grundlinie und flanken. Uff. Das ist gewesen, ey, vor der Halbzeit noch. Aber was noch nicht ist, kann ja noch werden, ne? So war das doch. Oder nicht? Ich denke schon. Hey. Oha, Herr Schiedsrichter. Halbzeit. Jetzt machen wir mal einen Bosskampf während des Halbzeits. Bam. Oha. Chat, eigentlich ist das ganz einfach. Ein Tor noch und wir simulieren durch. Radikal. Wir könnten quasi jetzt auch schon versuchen. Und Flori ist durch. Schade. Schade, 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 Ecker. Grüße war im Weg. Her mit dem Ball. Oha. Torwart. So. Das war's wieder komplett. Aber eins muss man lassen. Augsburg ist am Kämpfen. Die kämpfen dagegen. Sehr stark aufgefangen hier. Aufgefangen. Das war's wieder komplett. Der Sprachautismus kickt am frühen Morgen heute. Kilometer vorbei. Wir haben den Schädellot zerfetzt. Und 2200 Punkte. Nice. Very, very nice. Ba, 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 da, ba, da, ba, da, ba. Zab, zara, bam, 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 bada, boom, boom, boom. Nein! What's happening? What's going on? Torwart. Wir haben eine Vorlage gegeben, Chat, das war's komplett. Die Kacke ist mal wieder am Dampfen. Renn, 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 renn und in die Mitte und das war's komplett.
machen wir weiter. Oh, da gehen wir her, den Ball, ja. Wie kassieren wir da? Ich spüre das. Lauf, Flo, lauf, Bruder. Lauf, 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 lauf. Ey. Sehr stark abgefangen. Einfach dumm von uns. Das war's wieder komplett. Ey. Tap, 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 tap. Oder wie können die so Pässe spielen, ja? Wie können die so Pässe spielen, ja? Das war's wieder komplett. Ich raste gleich völlig aus. Na, jetzt auf einmal können die keine Pässe mehr spielen oder was? Geskriptete Huang Ming Son Spieler meiner Kodomono. Ich raste gleich völlig aus. Ich schwöre, ich raste aus. Du. Jetzt kriegen wir den Ball nicht, ne? Natürlich. Ne? Guck mal, der rennt nach hinten. Der rennt nach hinten zum eigenen Torwart, will er spielen. Bruder, ich krieg zu viel letzte Zeit von FIFA, ja, ich schwöre, ohne Witz. Jetzt? Was jetzt? Ha? Steht auf! Warum seid ihr alle auf dem Boden? Steht mal auf! Das Spiel skriptet euch gleich eh wieder ein Tor. Jungs, Freifahrt. Ihr dürft machen, was ihr wollt. Karte, Mats, alles scheißegal. Zieht die Beine weg, Grätsche, Mrätsche. Alles erlaubt. Guck mal. Ich will das Spiel nämlich trollen, ja, ich schwöre. Wir schaffen noch niemals einen Ball nach vorne zu schlagen, ja. Wir haben zwar das Spiel gewonnen, die 3 Punkte nehmen wir mit, aber fragt mich bitte nicht wie. Wir hätten eigentlich direkt in der ersten Halbzeit bam 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 1, 2, 3 um simulieren können, aber nein. Zum Ende hin wurde es nochmal so richtig so spannend so. Cringe, richtig cringe. Wo ist mein Handy? DFB-Pokal gegen St. Pauli. Und wir müssen DFB-Pokal was reißen, glaube ich, ne? Damit wir europäisch dabei sind. Oder nicht? Ich denke drüber nach, Whittaker. Wir gehen direkt rein in the game. Mit Startelf. Stamm Startelf. Dann.
Bam, 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 bam. Auch heute gibt es wieder einen Sonderan. Vielen Dank, dass Sie sich dieses Spiel nicht entgehen lassen. Hier kommen unsere heutigen Mannschaften. So, weiter geht's. Wie Notorious B.I.G. G. Sehr starker Spielzug. Blitztor in der dritten Minute. Das war's komplett. St. Pauli ist schockiert. Die Jungs, die wissen nicht, was sie machen sollen. Das war ein herber Rückschlag für die, dass sie in der dritten Minute zu Hause kassiert haben im DFB-Pokal. Werden sie sich von diesem Gegentreffer erholen oder nicht? Bleiben sie dran und erleben sie es live. Bruder, ich höre mich schon an wie so ein Fernsehkommentator. Geil. Das war's komplett, Dirki. Lösch dich, Bruder. Warum kann der Junge mit rechts nicht schießen? Kann mir das bitte nochmal sagen? Zap, zarab. Her mit dem Ball. Zap, zarab. Ja, wenn er den noch kriegt, das war's komplett dann. Wollte schon sein. Bam, 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 bam. Das war's komplett, Bruder. Das war's komplett. Schade. Das war's wieder komplett. Der kann nicht gerade auslaufen. Oder ja. Stark. Hey. Hey, mit dem Ball. Ich will the ball. Gib mir the ball. Das war's wieder komplett. Die fangen wieder an, perfekte Pässe zu spielen. Gefährlich. Und meine Pässe sind irgendwie, keine Ahnung, als ob die Passwerte auf einmal auf Null gesunken sind. Knapp daneben ist auch Robert. Das ist auch wieder kommt. Mm-hmm.
Was war klar? Okay, ich muss kurz einige Sachen einstellen, ich bin sofort wieder da. Und weiter geht's. FC Koro. Fehlpass, das war's komplett. Rex.
Aua. War das kein Abseits? Das war doch kein Abseits, yo. Mir und nimmer. Wir haben den Ranger der Gula, haben wir zernichtet. Nice. Nice, wir haben Ranger der Gule zernichtet. Und so weiter und so fort. Referee. Ist Halbzeit geben. 1-0 ist zu wenig, ja. Wir müssen noch ein, zwei Tore machen. Makinok. Makinok. Stark. Very, very stark. Wieder Jerome. Anfang der zweiten Halbzeit und Peng. Schade. Aua. No. Sehr stark, King Blacky. Uff, das war auch knapp. Knapp, knapp am knappesten. Ey, ich hab gepennt, das war's komplett. Das war's komplett. Ich hab gepennt. Shit. Wir haben Pauli wieder interessant gemacht für das Game. Obwohl sie chancenlos waren die ganze Zeit. Digga, wichst die weg. Bam,
Ende. Go, 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 go. Wir müssen uns weiterhin fokussieren. Hey, mit dem Ball. Nächstes Spiel gegen Gladbach. Ball. Und Jerome bekommt auch eine Pause, Kleine. Kommt mal einer kurz, Jungs. Die Latte war einfach Freud und Helfer in der Not. Stark dazu, ne? Pauli kann nix. Ey! Das war's komplett. Das war's komplett. Wir sind wieder dran gekommen. Wir haben viel zu viel geflaxt. Belastend. Machen wir mal Robben von der anderen Seite mäßig. Scheiße. Ey. Sheriff, pfeif ab. Warum sind die Jungs abseits? Warum sind die Jungs so weit vorne? Ja? Leg mit dem Ball. Weg, 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 weg und Ende. Stark, wir sind eine Runde weiter. Wir haben uns wieder selber das Leben schwer gemacht. Normalerweise ist Pauli uns zu keiner Zeit des Matches irgendwie gefährlich gewesen, aber einfach dumme Tore kassiert. Ich wollte doch nicht in ein Interview reingehen. Mein Analogstick nimmt wieder mein Leben, yo. Aua. Vielen Dank, dass Sie schon so kurz nach Spielende bei uns sind. Oder Speed, auf jeden Fall. Speed, beantworte Link. Scheiß drauf. Danke für dieses Gespräch.
Ja, rein in die Partie. Kleines bisschen Veränderung müssen jetzt sein. Oha, wir müssen komplett mit zweiter Mannschaft auftreten. Den Ball möchte ich mal ausprobieren. Newton rein, Steffi rein, Whittaker rein, Kitsune rein, Kingtimer rein, Nakai rein, Manu rein und Azon rein. Ne Quatsch, Maja rein. So. Und rein da. Und rein in die Partie. Ja. Uff, starke Grätsche von Mr. Newton. Elijah Newton. Bester Mann. Quado und schade. Ah, schade. Gut gedacht, schlecht gemacht. Aber das wird noch was, das wird noch was. Abwarten. Das war's wieder komplett. Ich renne einfach daneben. Oh oh, das war's komplett. Starkes Tor. Hey. Zweites Tor. Das war's komplett. Kein Bock auf so einen Scheiß. Ohne Witz. Zum Endergebnis, wir haben verloren. Akzeptieren wir. Monatsbericht der Jugendmannschaft, gucken wir mal, was abgeht. Was haben wir noch? Wer hat noch seinen Entwicklungsplan erreicht? Keiner.
Und rein da. Bam, 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 bam. Gegen Union Berlin. Also ich bin ganz ehrlich, sag wie es ist. Ne? Ich habe absolut keinen Bock mehr. Ich werde wahrscheinlich jetzt mehrere Spiele simulieren, ja. Einfach so schnell simulieren, fertig. 3 Punkte, nice. Da spiele ich lieber. Chat, ich sag wie es ist, dann spiele ich lieber in meinem eigenen Chat mit dem Bosskampf. So, und ich anders. King Beck hat sich verletzt. Oh nein, 6 Tage. Training wird simuliert. Dieses Trainingssystem schalte ich auch mal aus. Damit das ein bisschen vorangetriebener wird, mäßig. Hallo Boss, ich würde gerne kurz im Namen der Mannschaft mit Ihnen sprechen. Die Jungs machen sich Sorgen, dass dem Club aktuell irgendwie in hohen Ansprüchen fehlen. Wir haben den Eindruck, dass hier niemand Sehnsucht nach Titeln hat. Bitte sagen Sie uns, was Sie sagen. Bruder, das war's komplett. Das war's komplett. Danke für die Mitteilung. Das war klar, dass sie verlieren. Bam, 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 bei der Boom, Boom, Boom. Ich bin stolz auf dich, Marco. Das machst du sehr, sehr nice. Aus meiner Sicht machst du das sehr gut, Flori. Weiter. Also ich denke, diese Saison müssten wir uns einfach nur konzentrieren, dass wir irgendwie nächste Saison europäisch dabei sind. Und der Rest, der erledigt sich schon von selbst. Ne, die Jungs, die werden besser, stärker. Das ist quasi die Herantastphase Saison für uns in der ersten Bundesliga. Einfach nicht absteigen, versuchen nächste Saison irgendwie europäisch dabei zu sein, damit wir die nächste Saison eine finale Saison machen. Da sind wir auch mit der zweiten Staffel durchmäßig. Und für die dritte Staffel begeben wir uns dann direkt in die Planung. Ne, falls jemand Interesse haben sollte, ihr könnt gerne das bemerkbar machen. Ihr könnt schreiben. Quasi überall könnt ihr mir schreiben. Ne, ihr habt dann nochmal hier Bam, 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 Bam. Ne, überall könnt ihr mich erreichen, wer gerne dabei sein möchte, mäßig. Das könnten wir hinbekommen, wäre kein Problem. Es gibt keine Teilnahmebedingungen oder etc. irgendwas. Die einzige Bedingung, was wäre zum Beispiel, je nachdem, wie es passt, ein bisschen anwesend zu sein. Das wäre es dann auch schon. In Hannover schaffen wir das so, in Simulation. Ja. Das war klar. Nice. DFB können wir noch eine Runde weiter. Gegen Bremen müssten wir auch normalerweise so gewinnen können. Ohne dass die uns irgendwie gefährlich werden. Normalerweise. Aber was ist denn schon normal, ne? Jetzt wieder alles im Lot.
wieder unentschieden. Das war's komplett. Aber heute nicht. Is this what's going on? Cringe. Bam 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 bam. Wir sind auf Platz 7. Und die nächsten Gegner, die werden alle immer stärker, yo. Verloren. Gegner Freiburg. Das müssten wir, also die drei Punkte, die müssten uns auch eigentlich sicher sein. Wenn nicht, wäre das eine, das ist eine Schande. Boah, oh mein Gott, wir verlieren gegen Freiburg. Oh oh. Ich glaube, wir machen diese Saison Schnelldurchlauf, ja. Absolut kein Bock. Momentan ist die Laune, die Saison selber zu spielen, irgendwie den Keller runtergegangen. Machen wir erstmal bis hierhin, damit wir die Transfers nicht verkacken und unsere Jungs alle behalten. Schauen wir mal. Ey, ein Jungspieler will weg. Albornoz und Demir, die möchten weg. Der kann weg. Demir, wie schaut es mit ihm aus? Der soll nicht weg, ne? Den wollen wir behalten. So machen wir das. Bam, bam. Dam, 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 daram, daram, dam, dam. Das brauchen wir gar nicht. Den hier könnten wir machen. Ja. Isaac Ali. Flügelmittelfeldspieler. Nice. Albornoz kann abhauen, haben wir gesagt. Und Frost. Halten wir noch ein bisschen hin. Also jetzt sind wir in Transferperiode. Jetzt schauen wir weiter. Ne, gleiche Regel wie vorher auch immer. Die ganzen Jugendspieler, die sofort verkaufen, beim ersten Angebot direkt.
solange die nicht unter Marktwert sind. Nur die erstellten Spieler, die dürfen wir definitiv nicht verkaufen. Ne, die müssen bleiben. Ablehnen. Also, wir sind Platz 10, 17 Spiele, Platz 10, 22 Punkte, ist zu wenig, ja. Flori bleibt auch in der Mannschaft, den verkaufen wir auch nicht. Wir könnten aber quasi gucken, Moment mal. 1, 2, 3, 1, 2, 3, okay, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2, okay, linke Seite. Linke Seite könnten wir theoretisch den Bar auf Transferliste setzen. Oha, oha, wie viele sind da? Da können alle weg. Ah, den kann ich noch nicht. Der kann weg. Kann ich auch nicht. Den Mann können wir nicht verkaufen. Jerome bleibt. Den können wir auch nicht. Ja, warum können wir den nicht verkaufen? Ach, weil wir die. Ah, okay, okay, ich weiß auch. Der kann auch weg. Zweimal. 1, 2, 3, 4. 4. Matcha. Der hat Potenzial. Der hat Potenzial, was richtig Besonderes zu werden, ja. Den müssten wir eigentlich behalten, ey. Komm, dafür verkaufen wir den hier. Okay. Jetzt können wir einfach gechillt warten, dass die ersten Angebote eintrudeln. Schauen wir mal. Demir, ciao. Abflug nach Polen. Das war's komplett. Für Azon, Başakşehir hier. Sehr, sehr gerne. Ciao. Wieder verloren, das war's komplett. Das war's komplett. Bruder, was sagt der Herr? Wenn sie mich nicht öfter einsetzen, werde ich meine Zukunft hier nachdenken. Du gehörst weiter zum Team. Azon ist verkauft. Blacky bleibt definitiv bei unserer Mannschaft. Chelsea. Oha! Blacky läuft bei dir, Bruder. Chelsea will ich haben. Ablehnen aber. Stillstand bei Demir. Alles simulieren. Eins, eins, nice. Haben wir einen Punkt auswärts geholt. Ist sehr, sehr wichtig und richtig. Und wieder DFB-Pokal, nehme ich mal an. Wir sind jetzt im Halbfinale, glaube ich, oder? Viertelfinale. Gegen Mainz. Okay, das könnte jetzt so ein bisschen tricky werden, ey. Transferangebot für Bar. Sehr, sehr gerne. Danke für die Mitteilung.
Nein, Marco bleibt in unserer Mannschaft. Ognano. Ciao. Danke, dass du da warst. Bar wurde verkauft. Was haben wir da noch? Ognano verkauft, nice. Demi hat noch ein Angebot. Nach wo? Nach Pellets, Wolfsberger AC. Blacky, Bayern will Blacky haben. Das war's komplett. Ich habe alles gesehen. Wir haben alles gesehen. Das war's wirklich komplett. Was passiert da? Balu, der bleibt. Flo, der bleibt auch. Oh, nice. Real wollte Flo haben. Demi verkauft, nice. Bam, 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 bam. Weg, weg. Ich denke drüber nach. Ich denke drüber nach. Wir sollen mal risikomäßig einfach Dingens machen. Das ist eigentlich der direkte Weg zu Dingens, ja, zur europäische Liga, you know? Zur Euroleague. Ja, das war's komplett. Wir müssen ein bisschen chiseln. Ach ja. Bam, 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 bam. Wir werden jetzt ein kleines bisschen tricksen, so wenigstens. Das war's komplett, wieder 2-0. Einen Versuch machen wir noch und sonst spielen wir das selber. Letzter Versuch und sehe da 3-0 gewonnen. Und darauf machen wir erstmal wieder einen Bossfight. Das war nicht der richtige Gegner. Das war nicht der richtige Gegner. Also konzentrieren wir uns auf Pokal erstmal und die Liga können wir dann komplett ignorieren.
Dann sind wir nächste Saison definitiv europäisch auch mit dabei und hängen uns dann richtig rein. Und dann passt das. Und dann passt das. Kein Transferangebot, Kindler. Was will der denn? Warum? Hä? Ablehnen. Jetzt haben wir noch Stadion oder was? Das war's komplett. Wieder nicht gewonnen, wieder verloren. Warum wollen jetzt, warum haben die Spieler jetzt alle auf einmal so Redebedarf? Das check ich nicht. Das check ich wirklich nicht. Moin Markus, wie geht's dir, Bruder? Der bekommt eine Dingens nach der andere, ein Angebot nach der andere. Ja, wir müssen einfach nur zusehen, dass wir die Liga irgendwie im Mittelfeld beenden und dass wir einfach den DFB-Pokal gewinnen. Alles andere ist irrelevant. Hast schön ausgeschlafen, das ist gut. Gute Frage, nächste Frage, Bruder. Ne? Der Schlaf, der hat Auge gemacht wieder die Nacht. Aha. Aha, Markus will auch unseren Verein verlassen. Das ist komplett. Ja, ist bewusst so, Bruder. Ist doch hier Bosskampf. Ne, normal, dass er zuspammt. Ich aktiviere den ja mehr oder weniger. Kann man ja so triggern. Weißt du, wie ich meine? Ausrufezeichen krass. Alle 15 Minuten kann man einen Bossfight machen. So ein bisschen Spielerei, Schnickschnack. Also mir persönlich gefällt das. Weißt du, wie ich meine? Das war's wieder komplett. Forderung von Kingtimer. 9. Vertrag will er haben. Bruder, der hat einen Wechsel gebeten, will einen neuen Vertrag haben. Was denn jetzt? Wir verlieren unseren ersten Stammspieler. Das war's komplett. Markus, Bruder, was soll ich da sagen? Soll ich da hinschreiben? Kampf beginnt, Kampf, Ende. Das wäre auch los. Ich habe versucht, ich habe mir Mühe gegeben, ich habe meine Fantasie spielen lassen, weißt du, wie ich meine? Hab mir da was ausgedacht und du kommst mir Text ein bisschen zu lang. Das war's komplett, Markus. Das war's komplett, Markus. Wenn es nach mir gehen würde, ich würde noch länger machen. Doppelt so lang jeweils. So richtig so eine Geschichte dahinter machen. Weißt du, wie ich meine? Ach ja. Aha. Angebot von Stuttgart für Markus. Natürlich nein. Wir werden so lange nein sagen, bis es nicht mehr geht. Ja, wenn du alles toll finden würdest, weiß ich nicht. Wäre es ein Ja-Sager, das ist richtig. Aua. Das ist das komplett. Wir haben 4-0 verloren. Wir müssen jetzt so noch aufpassen, dass wir nicht vom Verein gekickt werden.
Das wäre auch bitter. Aha, Markus will auch weg. Ey, was ist denn auf einmal mit den Verträgen allen los? Flo will einen neuen Vertrag. Verhandeln. Ah, alles gut, Bruder. Warum wollen die auf einmal alle neue Verträge? Das checke ich jetzt gerade nicht. Das ist Flo, ne? Schlüsselspieler. Akzeptieren. Keine Freigabesumme. Ablehnen. Okay, was soll man geben? Komm, wir öffnen mal die Kassen der Mannschaft. So. Absenden. Das war's komplett. Die wollen mehr haben. Akzeptieren. Okay, Durchschnitt müssen wir merken, 25.000. Alles klar. Machen wir weiter. King Timer? Nein, der möchte unbedingt wechseln, das war's komplett. King Timer ist der erste, den wir verlieren. Den Japaner? Der kann ruhig eine feste Ablöse haben, das ist kein Problem. War eigentlich ganz entspannt. Ne? Ganz entspannt. Ich habe so expeditionmäßig war ich ein bisschen unterwegs. Wir haben ein, zwei Storylines ein bisschen weiter gemacht. Wir sind aktuell bei, also ich bin aktuell bei, warte, wo war ich? Habe ich jetzt voll vergessen. Mein letzter Gegner war, also ich bin jetzt genau da, wo ich gegen Rathalos und danach gegen Diablos kämpfen muss. Da bin ich. Genau da bin ich jetzt. Ne, wo wir den Lyana, den ältesten Lyana da finden müssen im Wald. Passt schon. Ich mache ja bald kommt ja Dingens. Oh, was ist das denn? Manu, verhandelt. 12 Stunden Stream werde ich ja ansetzen. Wenn ich schaffe übers Wochenende, jetzt übers Wochenende. Wenn über Wochenende nicht klappt, dann am Mittwoch oder so. So mitten in der Woche fange ich so richtig früh an. Mal schauen. Ne, jetzt die einzige Kacke ist, Markus, ich stream ja über die PlayStation, ne, Bruder? Jedes Mal, wenn ich zum Beispiel in den 12 Stunden in den Stream ein Spiel wechseln will, muss ich offline gehen und dann wieder online gehen. Das ist Kacke. Wie kann ich das umgehen? Kann ich gar nicht, ne, wenn ich über die PlayStation stream. Das ist ziemlich lost, ja. So richtig tambehindert ist das. Nicht nur behindert, tambehindert. Unser Richtwert war 25 Mille, ne? 25, 200 und passt. Nice. Ja, über Capture, Bruder, wie soll ich denn über Capture Card machen mäßig? Ne? Wenn ich über Capture Card, wie stellst du dir das vor? Erklär mir das mal bitte. Ich habe für Stream habe ich nur PlayStation. Ne, über Laptop ist Katastrophe, würde nie funktionieren, niemals. Ne, was kann man da machen über Capture Card? Da braucht man noch einen PC für, oder nicht? Verhandeln. Über Remote Play? Warte. Könnten wir das jetzt quasi jetzt direkt live testen? Weil Remote Play habe ich installiert. Ja, kannst du auch wieder vergessen. Ja, ich weiß, wie du meinst. Okay. Den Versuch hatten wir gemacht. Ich glaube, du meinst, ich muss dann mit Streamlabs, Memelabs, dies, das, zap, zap. Und dann muss ich Remote Play einbetten und dann über Laptop laufen lassen.
So meinst du das, ne? Quasi über den Remote Play. Ne, wir hatten das gemacht. Ich hatte die Lex des Grounds. Entweder ich hatte was Falsches eingestellt. Oder keinen Plan. Ne, ich weiß nicht, wie wir das machen können, wie wir das testen können. Wenn das funktionieren würde, wäre das Bombe, wäre das Baba. Dann dein PC-Bildschirm filmen, während du Remote Play abspielst. Naja, wegen den Stream-Einstellungen kann ich dir helfen. Das Ding ist, Bruder, wie du meinen Laptop das packen? Das ist das Ding. Ich habe einfach nur nach 15. Weißt du, wie ich meine? Das ist nichts Besonderes. Ich weiß nicht, ob du das durchhalten würdest. Und das wäre das einzige Problem, so meiner Meinung nach. Ja, weil ich habe es mal selber versucht, so 5-Fat-Belike, aber es hat das Projekt ist fehlgeschlagen. Weißt du, wie ich meine? Ist absolut fehlgeschlagen, habe ich gesagt, ach scheiß drauf, ich mache einfach über die Playsee. Du spielst ja nur ein Video, mehr oder weniger. Okay. Guck mal, du hast mich jetzt voll scharf drauf. Ja, und ich frage dich, ich werde dich jetzt fragen, okay, wann können wir das dann probieren? Dann wirst du sagen, ja, jetzt habe ich aber keine Zeit. Laptop muss nicht gut sein, du spielst ja weniger. Ja, eben. Ja. Aber ist mit jedem Aldi-Laptop möglich. Die Frage ist nur, wie vernünftig dein Laptop ist, okay? Was? Jetzt soll man das machen, Bruder? Da muss ich doch Stream beenden oder nicht? Muss ich beenden, beenden, alles einstellen, meinstellen, Remote Play, dies, das, zap, zap. Warte, wie spät haben wir? Wie spät haben wir schon? 8 Uhr, 9 Uhr? Oder wenn du Zeit hast? Ach, warte mal. Ich beende, guck mal, lass uns so machen, Marco. Ich beende eben diese Saison auf Dingens, so dass ich nur DFB-Pokal gewinne. Ich mach mal jetzt hier Dingens hier, sag schnell. Ich beende jetzt mal ganz schnell diese Saison hier. So auf Speed simulieren, be like. Dann beende ich den Stream und dann ziehe ich dich im Discord hoch. Call Mall. Dann versuchen wir das zu dribbeln. Über Remote Play. Das war's komplett. Was will er? Akzeptieren? So, 25, 1, 2, 3, 4, 5, 24 müsste auch reichen. So. Nice. Dann machen wir eben schnell auf schnell Speedrunner, be like, die Sachen. Weil dann könnte ich theoretisch, wäre dann dem 12-Stunden-Stream jetzt am Wochenende fast nichts im Wege. Dann könnte ich quasi auch, während ich am Zocken bin, auch das Spiel wechseln. Weißt du, wie ich meine? Das wäre richtig nice. Nun, das öffnet uns dann auch andere Möglichkeiten zum Sachen, hier, sag schnell. Einstellung, Meinstellung, Sounds, Mounts, Alerts, Malerts. Oder nicht?
Ne, ist am Fernseher angeschlossen, Bruder. Auf dem 50 Zoll Fernseher. Pfeife, Muff, jetzt kommst. Hat der Neptun einen HDMI-Ausgang? Ja, hat der. Ja, wieder Angebot für Markus. Hat dein Laptop einen HDMI-Ausgang, dass du ihn am Fernseher anschließen kannst? Hat der, Bruder, ja, hab ich schon gesagt. Oh mein Gott, und du bist am Lachen. Ich kann dir nicht folgen, Markus. Oder warum wollen die dich alle auf einmal haben, yo? Southampton möchte dich jetzt auch auf einmal ablehnen. Du nimmst das Bild über Remote Play von der PlayStation 4 und schließt dann deinen Laptop an dem Fernseher an. So streamst du weiterhin über PS4, über PC an deinem Fernseher. Pfeife. Werden wir gleich alles testen, Bruder. Warte mal, Moment, warte. Dann brauche ich ja quasi, brauche ich dann einen zusätzlichen HDMI-Kabel oder reicht der von PlayStation zum Fernseher, habe ich einen dran. Ich kann dir nicht folgen, Bruder. Ich brauche doch dann noch ein HDMI-Kabel, oder nicht? Oder muss ich dann den vom PlayStation, muss ich dann den abmachen? Nur die Verbindung vom Laptop zu PlayStation machen. Elijah wollen die haben. Elijah können die haben. Okay. Drei, noch 7 Spieltage. Noch 7 Spieltage. Eben, ne? Funktioniert über WLAN. Mein WLAN ist stabil. Wir haben wieder verloren. Oh mein Gott, hoffentlich schmeißen wir uns nicht aus der Mannschaft raus. Newton ist verkauft, brauchen einen Innenverteidiger gleich. Boah, wir verlieren jedes Spiel eins nach dem anderen. Hoffentlich kicken die uns gleich nicht raus. Wir sind Platz 15, Armenakoim. Wenn Union Berlin gewinnt, haben die nicht, Gott sei Dank. Wir brauchen unbedingt Punkte, ja, was ist das? Abstiegskampf, ein Punkt rausgeholt, nice. Alles klar, Bruder, guten Hunger, bis gleich. Okay, Samna DFB-Pokal Halbfinale und wir müssen jetzt gewinnen gegen Stuttgart. Das werden wir
PEELEN. Wir gehen in die Simulation rein und zweite Halbzeit übernehmen wir, versuchen das Spiel zu gewinnen, so dass wir im Finale sind. So dass wir im Finale sind, genau. Ich sehe das gerade. Ich sehe das gerade, habe ich voll überlesen. Sorry, Bruder. Zum Wohl, Bruder. Also, nice. Bist du endlich wach, Blackie? Hast du so mitbekommen gerade, was wir gesprochen haben mit Markus? Also, wenn das klappt, dann habe ich die Möglichkeit, den 12. Das war's komplett. Den 12-Stunden-Stream zu planen schon. So. Ja, dann kann ich, obwohl ich über die PlayStation streame, kann ich dann so Spielewechsel machen, ohne Probleme mäßig. Das wäre nice. Also gar nicht so viel mitbekommen, ist müde. Normal, Bruder. Guck mal auf Uhr. Scheiße, wir müssen das Spiel unbedingt gewinnen. Und ich tendiere mal, das würde reichen, wenn wir im Finale sind. Da Dortmund oder Bayern sowieso europäisch vertreten sein werden, werden wir dann automatisch in die Dingens reinrutschen, sag schnell. Europäische Geschehnis reinrutschen. Uff. Sağından attım, solundan geçtim ama olmadı. Fuck. Stark. Wir haben Barot Bluttrank zernichtet. Level 129, stark. Ich werde das alles noch Dinge zu machen, Blackie, Bruder. Mit dem Rank und so. Momentan steht ja bei allen Unrank drin. Ich werde das alles einstellen, so dass man so Rank bekommt. So zum Beispiel gewisse Stunden bist du da dabei, zum Beispiel, da hast du den und den Rank. Gewisse Stunden weiter hast du den und den Rang. Weißt du, wie ich meine? Und das mit dem Level, alles vernünftig muss ich nur einstellen. Habe ich alles noch nicht gemacht. Das Einzige, was ich jetzt einigermaßen vernünftig eingestellt habe, ist der Bossfight. Ne? Die Gegner, die kommen jetzt, je nachdem, wie viele Leute mitmachen beim Bosskampf, kommen dementsprechend die Gegner. Habe ich so Schwierigkeit, Difficulty eingestellt mäßig. Ne, es gibt einen einzigen krassen Boss, der ist übelst stark. Da müssen, glaube ich, 7 oder 8 Leute mitmachen. Und dann kann er getriggert werden. Der ist ultimativ der stärkste, den schafft keiner. Ja, und genau, an dich auch, Blackie, Bruder. Hast du Endboss, scheiße, hast du Endboss-Wünsche? Zum Beispiel, wenn du irgendwas feierst, so Monster oder keine Ahnung, irgendwie so ein Endboss, Mentboss, schreib mir gerne auf Discord, Bruder. Könnte ich eventuell, wenn es passt, könnte ich das dann auch Dingens machen. Sag schnell. Hinzufügen als Boss,
als Arena-Boss-Fight. Weißt du, wie ich meine? Das war's komplett. Und das war's komplett, dann nehmen wir. Uff, ins Eck rein. Nice. Zur Halbzeit das Tor geschafft. Schaffen wir? Schaffen wir? Jerome, schaffst du, Bruder? Komm. Schade. Oha. Ey. Und jetzt aber. Bam, da sind wir. Wir waren nie weg. Wir waren nie weg. Bam, da sind wir, waren nie weg. So, ich denke, wir könnten jetzt zum Endergebnis springen. Bam. Sehr, sehr stark. Sehr, sehr stark. Ne, wir machen jetzt einfach schnelle Runden. Wir versuchen einfach nur die Saison irgendwie über die Bühne zu bekommen. Ne? Bayern ist definitiv, sagt schnell, europäisch dabei. Das bedeutet, unser Europacup-Platz ist safe. Das Einzige, was wir jetzt nur noch machen müssen, ist die Saison irgendwie zu überstehen. Ne, was denn ist so? Hier 3 Punkte wären Baba. Leider nur 1 Punkt. Welcome back, Bruder. So, 1 Punkt haben wir wieder rausgeholt. Wir sind auf 13. Ja, wir sind nicht safe. Wir sind nicht safe. Außer Form, ne? Guck mal, wir werden schon im Fernseh Dingens hier interviewt, dies, das. Ich gehe schwer davon aus, wir werden das Spiel verlieren. Oder auch nicht. Unentschieden, absolut zufrieden. Einmal drei Punkte noch und safe. Durchhalten. 26, 19, boah, genau 3 Punkte. Genau 3 Punkte mit Hamburg. Das weg, das schnell weg, das schnell weg. Newton verkauft, das schnell weg. Bam, 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 bam. Heimspiel. Also wenn wir das jetzt gewinnen, sind wir safe. Oder zumindest 1 Punkt, komm. Wir haben verloren. Das war's komplett. Hamburg hat, oh mein Gott, Hamburg hat gewonnen. Wir sind im Abstiegskampf. Wir sind im Abstiegskampf. Oha, ja. Wir müssen jetzt inspizieren, was wir machen. Hamburg, Augsburg.
Hamburg, Augsburg. Das sind die einzigen beiden zwei Mannschaften, die uns interessieren jetzt am letzten Spieltag. Hamburg, Augsburg. Wir spielen gegen Berlin. Kingtimer hat wieder ein Angebot. Wir sagen wieder nein. Hey. So. So, sollen wir es voll hardcore riskieren? Komm, wir riskieren das. Wir riskieren das. Arschlecken, was soll's? Was kostet die Welt vielleicht? The world is yours. Wir haben verloren. Hamburg hat gewonnen. Nein. Und los Augsburg. Was ist mit Augsburg gewesen? Scheiße. Chat. Wie viel da sind wir? Moment mal. Ich glaube aber, wir haben den Klassenerhalt geschafft, oder? Teamstatistik? Nein. Wie kann ich die Saison einsehen, yo? Cringe. Warte. Ich glaube, hier drunter könnte ich das sehen. Bam. Wir sind, wie viel da sind wir geworden? Wo steht unsere Platzierung? Hä? Ach, 15. 15. Wir haben es gerade noch geschafft, glaube ich, Chat. Wir haben es gerade noch geschafft. Irgendwie, keine Ahnung. Frag mich nicht wie. Wir haben es gerade noch geschafft. Okay, das bedeutet, wir könnten jetzt theoretisch gegen Bayern selber spielen und Pokal holen, oder wir sagen scheiß drauf, das reicht, wenn wir einfach nächste Saison europäisch dabei sind, dann jagen wir den Triple. Wir jagen den Triple. Ne, ist so. Auf jeden Fall europäisch sind wir jetzt dabei. Ne, das ist gut, dass wir europäisch dabei sein werden. Und da will wieder ein junger Spieler abhauen, wie ist das? Haben wir auf den Namen nicht geguckt? Das war's komplett. Frost will abhauen. Frost. Den Frost will ich behalten, ja. Naja, den will ich behalten. So, Ali, der kann weg. Der ist schwach. Freigeben. So. Okay. Wir sind eigentlich durch. Ja, ich leite mal ganz schnell ein Raid ein. Ja, und ich sag mal, wir sehen uns heute Abend wieder. Safe. Ja, nachdem ich ein bisschen ausgeschlafen habe, werden wir uns heute Abend wiedersehen. Definitiv. Und Markus, Bruder, komm gleich Discord. Ja, machen wir schon. Danke, dass ihr da wart. Was passiert hier? Ein Fehler ist aufgetreten. Hä? Was für ein Fehler? Vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Dankeschön für den krassen Support. Meine Lieben, wir hören uns heute Abend nochmal wieder. Bis dahin, bleibt geschmeidig.